Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei GamesPlanet vorbei. Dieser Reporter Jack Ryder wollte dort einer Spur nachgehen. Cash versuchte ihn aufzuhalten, aber Ryder hat was von Pressefreiheit gefaselt. Jetzt machen alle hier wieder auf dumm und dämlich. Gehen wir noch schnell dahin? Ja. Das mache ich noch und dann ist gut. Jack Ryders gefährliche Nachforschungen haben ihn zur Lady of Gotham geführt. Ich sollte ihn finden, auch wenn es dafür keinen Pulitzerpreis gibt. Oh Mann. Ich sehe auf jeden Fall schon mal Leute. Meine lieben Brüder, wir versammeln uns hier, um den wahren Vater zu ehren. Er, der unsere Leben mit Licht erfüllte, als wir von Dunkelheit umgeben waren. Er, der es auf die Erde regnen ließ, wenn wir nach Wasser lechzten. Er, der die Sünder und Bösen erschlägt, die uns vernichten wollen und unsere Seele mit süßer Gnade schützt. Verdammt. Meine Brüder, ja, der liegt da drauf. Ihr gesegneten Frommen, ihr Wanderer Babylons. Ja. Das gestern, heute und morgen der Menschheit sind entschieden. Wir sind die Auserwählten. Aha. Meine Kinder, das ewige Königreich wartet auf uns. Lasst uns hinübergehen und gemeinsam ins Paradies ziehen. Ja, da müssen Sie aber Ihren Wohnsitz ummelden und eine Umzugssteuer sowie Ihren Internetanschluss kündigen. Denn dies ist der Moment, in dem wir aus der Barbarei zurück nach Hause finden. Denn dies ist der Moment, unseren rechtmäßigen Besitz zurückzufordern. Was habt ihr vor? Gotham wird von der Dunkelheit gereinigt werden und ich, Diakon Blackfyre, werde sein Erlöser sein. Bei der Macht des erhobenen Dolches rufen wir den Geist der gerechten Wut an. Ah, so kann ich nicht drüber gucken. Auf dass der Herr in all seiner Glorie unter uns wandle. Benetzt den Dolch und lasst das Blut aus dem Gefäß. Lasst mich einen tiefen Schluck der Frucht der Unsterblichkeit trinken. Lasset es das Blut ewigen Lebens sein. Ja, komm, mach es halt. Mächtiger Streitwagen der Ewigkeit. Lasst den Mahlstrom der Zeit aufhalten. Bei der Macht dieser Klinge. Ich soll den Bund mit dem ewigen Leben schließen. Amen. Aha. Exe equus pallidus, et qui sedebat de super, nomen illimos et inferus, sequebatur eum et data es illi. Kann das mal jemand übersetzen? Jung. Ah. Wer wagt, das Ritual zu stören? Deine Mutter. Batman, bist du das? Hol mich hier raus. Idiot. Dies ist geheiligter Boden, Heide. Du hast dir nichts verloren. Geheiligter Gott Boden. Hat dich zu mir gesandt, auf dass ich in deinem Blut baden möge. Alter, heißt du Trevor? Meine Kinder, der Teufel zeigt sich im schwarzen Gewand. Erschlagt ihn sofort. Ja, gute Nacht. So, hier mal eine, da mal eine, hier und da. Hier mal eine, hier mal eine, hier und da. Hier mal eine, hier und eine, hier mal da. Das geht ganz gut eigentlich. Auf die Fresse. Weißt du, ist geheiligter Boden, aber dann die Elektrizität erfinden. Ist klar. Ey, ich hab da Blocken gedrückt. Oh, 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 oh. Bin ich los, du Irre?
Ja, ich bin noch dabei, Schatzi. So. Ich muss ein Ziel auswählen, bevor ich einen Befehl gebe. Upsala. Schnauze. So. Hör auf mit deinen Klingen hier. So, da hier, Hund hier. Schnauze. Ich will eine Talkshow. Halt. Aha, tust du ganz genau. Fresse ist zu halten. Feiglinge, allesamt. Ihnen mangelt es an Glauben, Batman. Mir nicht. Ich kenne die Wahrheit. Sieh, wie die Klinge seine Kehle durchtrennt und ich in Unsterblichkeit bade. Tun Sie es nicht, bitte. Schweig, mein Kind. Ah. Dein Schreien wird keine Früchte tragen. Sieh nur, finsterer Dämon. Das Blut des Heidens. Bisschen lasse ich ihn noch zappeln. Den Altar reinwaschen. Die Trompeten sollen ertönen, den Himmel teilen und seine Herrlichkeit preisgeben. Nimm dich meiner an und... Ich bin dem Tod öfter begegnet, als du dir vorstellen kannst. Ich werde noch da sein, wenn du tot bist, Batman. Gotham wird mir gehören. Warum seid ihr eigentlich alle so geil auf Gotham? Ging's nicht schneller? Kleiner Scherz. Das riecht nach meiner Story. Das ist es, Batman. So komme ich wieder ins Geschäft. Meine eigene Show. Und der erste Gast, wie wär's? Der echte Batman. Deine Story. Halt die Fresse. Ich nehme dich mit zum GCPD. Ja gut, das Batmobil kann ja da nicht hin. Gut, dass er so eine Fliegekiste hat. Schon verdammt cool gemacht. Jetzt sind Sie in meiner Kirche, Diakon. Sieh dich um, Batman. Sieh dir an, was du schützen willst. Gotham ist verloren. Warum kämpfst du noch? Es ist vorbei. Ich bestimme, wann es vorbei ist, Blackfire. Kannst du mich nochmal eine ballern? Hey, freuen Sie sich bloß nicht so sehr, mich zu sehen. Ist dieser Blackfire ein echter Priester, Betsy? Weil ich schulde der Kirche von Gotham noch eine Entschuldigung für die Salzsäure im Warmwasser. Das war vielleicht eine Taufe. Oh. Salzsäure im Weihwasser. Was ist er denn für ein Arschloch? Alter. Okay. Gut, meine Damen und Herren. Ich habe jetzt über 3 Stunden, wahrscheinlich sogar noch länger, aufgenommen. Ich glaube, es war weniger, aber trotzdem. Ich würde sagen, ich mache eine kleine Aufnahmepause und... Alter, war das geil. Wir sehen uns... beim nächsten Mal. Tschüss. Okay, wenn du Batman siehst, ruf. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Knight. Viel ist passiert in den letzten Folgen. Ich erinnere mich gerade zurück, es ist wirklich viel passiert. Und wir sind gerade im Fotomodus, im unglaublich geil aussehenden Fotomodus. Guckt euch das mal an, Alter. Wow, das Spiel sieht immer noch verdammt gut aus. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt einigermaßen vernünftig und ruckelfrei ist. Ich hatte da wieder Probleme mit Batman Arkham Knight. Ist ein richtiger Bitch in dem Sinne. Deswegen, Oh, schade, dass ich da nicht büb machen kann. Okay. Wir haben ein paar Aufgaben zu erledigen noch. Das ist die Hauptmission, die momentan läuft. Der Riddler. Minen. Oh. Sir, ein Polizeihubschrauber hat ein brennendes Fledermaus-Symbol auf einem Dach in Otisburg gemeldet. Sehr gut. Ich glaube, Ezrael ist für ein weiteres Treffen bereit. Dann gehen wir doch dort einmal hin, nachdem wir hier beim letzten Mal diesen Satanenclub ausgehoben haben. So, komm schon, ich hätte gerne ein Haken. Okay. Fatz! Halt die Schnauze. Okay.
auf in Richtung Israel. Oh, das war's mit Beschleunigung. Sag mal, wo hat der sich denn geparkt, ey? Keine Zeit zum Ausholen. Wir formieren uns neu und schlagen hart zurück. Wir sind zwar nicht mehr beim Militär, aber trotzdem müssen wir nicht alles wissen, ja? Verdammt. Was glaubst du, wer der Arkham Knight ist? Und ich sage nur, ist mir egal. Er ist der, der mich bezahlt. Mehr muss ich nicht wissen. Ach so? Der Typ hasst Batman so sehr, das macht mich nervös. Sagen wir töten die Fledermaus. Dann was? Glaubst du, den Arkham Knight interessiert, was danach kommt? Wenn schon. Der Knight geht und hängt sich... Hier ist ganz schön... Ich krieg ein Signal rein. Vielleicht Batman. Haltet die Augen offen und ich versuche es zu orten. Das Signal ist weg. Nee, wirklich. Keine Ahnung, wo Israel sich hier geparkt hat. Sir, ein Polizeihubschrauber hat ein brennendes Fledermaus-Symbol auf einen Dach in Otisburg gemeldet. Ich glaube, Israel ist für ein weiteres Treffen bereit. Kann ich das von... Da, siehst du mal. Von da aus kann man das nämlich normalerweise immer sehen. Na, 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 na. Boah, wie der aussieht, Alter. Ich bin bereit für eine weitere Herausforderung. Du, 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 du. Fatz! Oh nein. Fick dich. Nicht? So, ich will jetzt nicht sagen, ich habe geübt, aber ich denke mal, dass ich etwas besser geworden bin. Zumindest etwas effektiver. Verpiss dich, ey. So, hier darf man ja keinen einzigen falsch machen. Komm, komm. Siehst du mal. Voll gut ausgewichen. Ne, den nicht. Abwehren. Ja, sehr gut. Keiner mehr. Oh, hi. Fresse halten. Ich meine ja nur so. Wow. Du hast Können bewiesen. Ich kehre zurück, wenn du für die nächste Herausforderung bereit bist. Egal wie schwer der Test auch ist, ich obsiege. Ich obsiege, oh. Wieder eine gute Darbietung, Sir. Er hat ihre Kampftechnik während seiner Zeit in Arkham City eingehend studiert. Erste Tests zeigen, dass sein Kampfstil mit dem ihren fast identisch ist. Es braucht mehr als das, um diese Stadt zu verteidigen. Das stimmt. Ich vergleiche die Daten aus dem Zusammentreffen mit dem vorigen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich irgendwie helfen kann, Sir. Das war einfach nur geil. Okay. Wir gucken mal. Hauptstory. Ich glaube, ich mache noch mal eine Mine. In Otisburg befindet sich ein Sprengsatz. Ich lasse nicht zu, dass sie die Stadt bedrohen. In Otisburg befindet sich ein Sprengsatz. Ich lasse nicht zu, dass sie die Stadt bedrohen. Okay, dich wollte ich haben. Ah, der ist immer noch nicht schwarz, ne? Das wäre ganz cool, wenn wir den noch mal... Ich tu's mir ja auch noch an. Oh, fuck. So, meine Damen und Herren. Schnauze. Ach, du bist immer noch nicht kaputt? Na, jetzt aber. Oh, fuck. Ich habe das Spiel jetzt etwas länger nicht mal gespielt, nachdem ich ja beim letzten Mal 3 Stunden lang aufgenommen habe an einem Stück. Das hat erstmal wieder ohne Ende Videos produziert. Deswegen, ja. So. Ich habe jetzt keinen Bock da drauf. Boah, da hat er sogar noch eingeschlagen. Oh, fuck. Verdammt. So, ich bräuchte mal ein Virus. Schnauze. So, die bekommt nämlich Tatsache so kaputt. Batman hat eine Drohne zerstört. Verbündete werden angegriffen. Mhm.
Oh, fuck. Oh. Dafür, dass es 0 Uhr ist, bin ich doch eigentlich ganz gut aktiv momentan. Primärziel hat eine Drohne erwischt. Na? Ah, der letzte bitte. Gesnipert. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Sehr gut. Sir, Ihr Angriff hat den neuen Kommandanten der Miliz alarmiert. Den Nachfolger des Arkham Knight. Er ist von der streitlustigen Sorte und verlangt, über einen offenen Kanal mit Ihnen zu sprechen. Geben wir ihm, was er will. Sehr wohl, Sir. Schön, dich wiederzusehen, Batman. Ist eine Weile her. Slade. Codename Deathstroke. Und ich habe einen Auftrag. Nun, wie ich mich erinnere, sagtest du mal, ich mache dir keine Angst. Aber unser gemeinsamer Freund, der Arkham Knight, der denkt anders. Er kam zu mir, sagte, ich wäre der zäheste Bastard, gegen den du je gekämpft hast. Der Knight ist fort, Slade. Du bist ein Söldner ohne Job. Nicht ganz. Ich habe meine Bezahlung diesmal im Voraus bekommen, was mich als Profi verpflichtet, den Job abzuschließen. Das ist natürlich billig. Es ist eine Bank, die ich hier höre, ne? Wir gucken uns mal die Biografie. Alter, das sieht ja richtig geil aus mit dieser Halbmaske da. Slade Wilson, Söldner, bla 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 bla. Da. Slade Wilson war ursprünglich ein Soldat der US-Army und ein Teil eines Experiments der Erschaffung von Super-Soldaten. Ist schief gegangen, ja. Ich kann es mir vorstellen. Bank of Gotham, 44 Meter. Der Alarm in der Bank of Gotham in Thresher wurde ausgelöst. Two-Face-Männer versuchen ihr Glück, Sir. Ja, komm, wir müssen es ja irgendwann machen, ne? Na gut, Jungs, los, los! Selbst wenn Harvey sich seinen Teil nimmt, sind wir reich! Da ist der Müllwagen. Meine Angriffe werden vom Alarm überdeckt. Die Zeit der Heimlichkeiten ist vorbei. Sehr gut. Das heißt, wir können hart und brutal vorgehen. Wow. Wow, Respekt. Ich dachte, er springt da drüber. Fuck. Oh. Komm. Leck mich. Scheiße, ey. Ah, komm, hau drauf. Hi. Meine Fresse. Ah ja. Es sieht gerade nicht gut aus. Tschüss. Ah, fuck. Ich war auch zu langsam. Mein Fehler. Durchaus mein Fehler. Harvey wird das vielleicht nicht gefallen, Batman. Doch wir bringen es ihm bei. Bäh. Schmieriger Typ, ey.